Heute machen wir Pollo alla Brasa. Peruanisches Hähnchen. Wie wir das machen und wie es schmeckt, verraten wir euch wie immer in diesem Video. Viel Spaß. Für unser peruanisches Hähnchen brauchen wir natürlich Hähnchen. Das schneide ich als erstes erstmal in Streifen. Wir wollen das Ganze als Spieße machen. Ihr könnt es aber auch im Ganzen grillen. Ihr könnt auch andere Hähnchenteile nehmen, wie Keule oder Flügel oder ein ganzes Hähnchen, wie ihr wollt. Macht wie ihr es wollt, die Marinade könnt ihr für alles verwenden. Ich will es nachher aufspießen. Ich will lange haben, damit ich so vielleicht zweimal auf den Spieß drauf kriege. Dann habe ich solche Streifen, die kann ich einfach aufspießen. Kann man ein bisschen was runternehmen, hat was zu essen, kann noch was zu schneiden. Finde ich ganz gut. Wir werden das Ganze vakuumieren wieder, dann zieht die Marinade besser ein. Deswegen gebe ich das jetzt schon mal in den Beutel. Es ist Westenzeit, ich stehe noch Fleisch. Rein damit, dann ist es geschützt. Kommen wir zur Marinade. Die Marinade hat Limette, was zu Hähnchen immer sehr gut passt und in Peru auch die häufig benutzt wird. Wer sich eine Ceviche anguckt, der wird sehen, eine Ceviche wird vollständig gegart mit Limette, also mit Zitrussaft. Und auch da, wir tun einfach 2 Esslöffel rein an Limette. Weiter benutzen wir geräuchertes Paprikapulver. Wir haben Kreuzkümmel, wir haben Salz und wir haben frischen Oregano. Wenn ihr keinen frischen Oregano da habt, könnt ihr genauso gut getrockneten Oregano nehmen. Dann geben wir ein bisschen Knoblauch hinzu, Olivenöl, einiges an Sojasauce, und noch ein bisschen Honig. So. Das ist schon, was ihr für die Marinade braucht. Dann machen wir daraus meine Marinade. Riechen tut gut. Man riecht natürlich die Sojasauce und die Knoblauch. Oh. Kreuzkümmel schmeckt man raus, Sojasauce schmeckt man raus. Ein bisschen Süße durch den Honig. Paprikapulver. Oh. Schmeckt lecker. Hier mal die Marinade zum Fleisch hinzu. Vermengen das gut, damit überall am Fleisch ein bisschen Marinade dran ist. Und wir verschweißen das. Wenn ihr eine Flüssigmarinade habt, ist immer gut im Vakuumier rein nicht hochzustellen. Dann läuft die Marinade nicht so schnell aus. Ich drücke heute mal schnell verschweißen und hoffe, das klappt eigentlich nicht so doll und sauer. Ich habe mich umgesorgt. So, Doppelnaht, dann hält es besser. So, und da haben wir unser leckeres Paket. Wir geben das jetzt 4 Stunden, wenn es geht, länger in den Kühlschrank, am besten 8 Stunden oder über Nacht. Lassen es marinieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache jetzt die peruanische grüne Soße. Dafür gebe ich Olivenöl hinein, Knoblauch, Koriander, Mayo darf natürlich auch nicht fehlen, weil sie die Basis der Soße ist. Wir nehmen eine Peperoni, normalerweise kommen da Jalapenos rein. Die haben wir aber nicht bekommen, deswegen nehmen wir jetzt die. Aber ein bisschen Schärfe muss da wenigstens etwas rein. 3/4 einer Peperoni. Dann Salz und Pfeffer, eine Prise.
Dann noch 2 Esslöffel einer Limette. Und das war meinetwegen 2 Esslöffel. Ich mixe das jetzt zusammen. Ja, das ist schön. Ich hoffe, man schmeckt die Schärfe nicht so doll raus. Schmeckt lecker. Wir haben das Fleisch gut 5 Stunden marinieren lassen. Für 8 hat es nicht gereicht. Wir befreien es mal. Also riechen tut es herrlich. Wir verwenden hier unsere Doppelspieße, dann hält es besser. So locker drauf einfach ein bisschen draufziehen. Die Kleine ist noch sehr toll. Da kommt schon die erste Wespe, die was will. Da kommt schon die zweite Wespe, die was will. Nicht auf meinen Finger setzen. Ich hole mal Kaffee. So. Weiter jetzt. Nebeleffekte. Zu kleine Handschuhe. Auf geht's. Wir werden sie zuerst von beiden Seiten einmal scharf angrillen für ca. 1 Minute und dann indirekt zu Ende grillen lassen. Wir haben die Plansche drauf, damit die Marinade nicht direkt im Feuer tropft. Man hört die Schönheit. So. Dazu kriegt genug Hitze und recht weg. So, mal gucken, ob es sich schon drehen lässt. Wenn das Fleisch sich von alleine von der Plansche gut löst, dann kann man es drehen. Ja, ein bisschen das Wasser drauf, aber nicht mehr lange. Wie man sieht, Sojasauce und Honig fangen schon an zu karamellisieren. So sollte es sein. Dann wieder zu und wieder die Minute ungefähr warten. Oh, gucken, ob wir nochmal drehen können. Ich könnte nochmal eine Minute warten. Die Spieße sehen gut aus, sind gut angegriffen an allen Seiten. Wir geben sie nochmal kurz nach oben. Da kriegen dann die restliche Temperatur, die ihnen fehlt. Und wir können den Teller vorbereiten. Warum haben wir dieses Hähnchen gemacht? Erstens, in Peru, warte, was hast du da? In Peru ist man Papagei und die Marinade passt super geil zum Papagei. Und ich dachte, wir geben Walter mal was zum Anreiz und nicht immer zu ärgern. Er hat uns heute nicht einmal gestört. Vielleicht ist er beim nächsten Mal wieder da. So, dann befreien wir mal die Spieße vom Fleisch. Guck mal. Geht, schaffe ich. Du liebst die Soße jetzt schon, ne? Also. Saftig? Riecht gut?
Man kann nicht genug von der Soße anscheinend haben. Lecker. Boah. Also die Soße hat ein bisschen Schärfe, aber eine schöne Knoblauchnote, obwohl nur eine. Aber eine schöne Knoblauchnote, obwohl nur eine Zehe drin ist. Mayonnaise zu Hähnchen wissen wir, Alabama White Chicken. Lecker. Mm. Ich probiere mal die Kartoffeln. Mm. Mm. Und der Soße lecker. Boah. Aber das Fleisch schmeckt so gut. Das ist mir alles viel zu groß geworden. Musst du abbeißen. Der Salat. Hast du abgebissen? Ich rede erstmal. Geh weg. Ich will auch noch was abhaben. Das schmeckt wirklich gut. Raupe. Das ist zu sparsam. Jetzt trinkst du es. So. Also, habe ich den Salz noch zu Ende geschafft? Also, da ist ein bisschen Avocado, ein paar Kirschtomaten, bunte, ein bisschen Gurke, Koriander und Limettensaft, Salz und Pfeffer drin. Passt aber herrlich. Die Soße ist der Knaller. Ich muss mal gucken, ob ich das Hähnchen mal irgendwie ohne Soße probieren kann. Nur mit wenig Soße. Ich weiß nicht, ob ich... Also ist natürlich überall durch die Sojasauce... Schneidet das Hähnchen auf jeden Fall ein bisschen aus, damit ich ein ganzes Hähnchen reinmache. Also es ist karamellisiert. Da wo genug Honig war und Sojasauce, das war ja nicht überall. Da kommt der... Da kommt, ohne Soße kommt der Kreuzkümmel sehr intensiv durch. Wer Kreuzkümmel mag, wird das lieben. Wie gesagt, mit der Soße ist dann der Kreuzkümmel weniger. Total lecker. Wow. Macht dieses Hähnchen und auf jeden Fall macht die Soße dazu. Die ist total schnell gemacht. Wir haben gekaufte Mayonnaise genommen. Ihr könnt natürlich auch selber Mayonnaise machen, wenn ihr Lust habt. Machen wir auch ab und zu. Es ist total schnell zusammengeholt. Und lecker. Also ich lerne eins, wirklich, Mayonnaise passt zu Hähnchen einfach zu. Dominika. Nein. Erzähl mal ein bisschen was. Noch mehr? Mach mal. Oh. Nee, dann isst du mir ja alles weg. Also wir können euch nur eins raten. Macht das nach. Auch in der Kombination. Die Ecken da kurz kochen. Was habe ich gemacht? Vorwiegend festkochende Kartoffeln, 15 Minuten gekocht. Dann mit Pommesgewürz von Ankerkraut zusammen gemischt und in den Ofen getan. Warum hast du gemacht Ankerkraut? Ich hab's ja nicht ausgesprochen, weil mir hat man nicht gehört, was wir genommen haben. Und warum nicht? Ja, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Ankerkraut. Danke. Oben ist das Schild, Werbung. Wir wären ohne Werbung rausgekommen, weißt du? Aber nehmt euer Pommesgewürz, was ihr mögt. Ist das schnell gemacht, das passt. Und da die Mayo-Soße schmeckt so gut dazu. Ich muss nachher mal den Aufwand zusammenrechnen. Ich glaube, der Aufwand zum Schnibbeln und alles liegt bei ca. 20 Minuten. Dafür habt ihr ein vollständig leckeres Essen. Ich werde euch das Rezept für den Salzer und für die Kartoffeln. Hatte nicht auf dem Boden aufgehoben, wir haben unter dem Tisch noch welche. Überleg doch mal, was du machst. Du bückst auf den Boden und hebst Kartoffeln auf. Ich wollte jetzt hochheben, aber das Blech ist immer noch heiß. Ich zeig's euch, guck mal. Also, wir haben da noch Weiche. Nicht auf dem Boden. Toll, so hast du nachgedacht, als du das gemacht hast? Ich wollte einfach. Die unten warm. Haben, ne? Ja, gut, die sind viel besser. Ja, die sind immer knuspriger. Nee, sind die gleichen. So, das war's mit dem Video. Es hat heute echt lecker geschmeckt. Schließt gerne ein Abo ab, aktiviert die Glocke. Hier verlinken wir euch zwei Videos. Da könnt ihr euch gerne eins aussuchen oder sogar beide gucken. Und ihr könnt uns auf Instagram, Facebook und Twitter folgen. Hier verblenden wir euch unsere Namen. Er war bei Dauta. And that's Zizzletone.